Danke, Frau Bing. Schönen guten Tag, gnädige Frau. Tag, Rebecca. Bitte, wenn Sie hier Platz nehmen wollen. Bitte sehr. Ja. Ja, Familie Becker, Sie wollen an Ihrem Haus eine Veränderung vornehmen. Tisschen Kaffee? Ja, nicht? Frau Bingen, bitte 3 Tässchen Kaffee bringen. Ja, ich mache mir immer diesen Scherz mit ihr, weil sich das so schön reimt. Sie nimmt mir das nicht übel. Frau Bingen, 3 Tassen Kaffee bringen. Ja, das ist sehr gut, nicht? Ja. Wo waren wir denn stehen geblieben? Ach, übrigens, Herr Becker, ich habe da vorgestern den Vorstand Ihres Vereines getroffen. Herrn Schindler ist ja ein aktiver Mann. Ja, ja, das ist auch nicht immer einfach, aber das bringt ja das Vereinsleben so mit sich. Wir kennen uns ja schon von der Schulzeit her. Ja, wir waren hier zusammen in der Grundschule, nicht? Unsere Wege haben sich dann später getrennt. Ich habe ja dann auch in Würzburg studiert, ja. Übrigens, der Bruder von Frau Bingen war damals auch bei uns in der Klasse, ne? Armer Deivel, hat sehr früh seine Mutter verloren. Das hat ihn dann auch aus der Bahn geschmissen, nicht? Ja. Ja. Und dann kam natürlich auch noch hier das hinzu. Ich sage, schade. Wirklich schade. Ja, 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 ja. Ich bitte Sie, was heißt denn hier verpflichtet? Nein, 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 man tut, was man kann, nicht? Und, ja, Frau Bingen ist ja auch eine ausgezeichnete Arbeitskraft. Pünktlich, zuverlässig und auch sauber. Ja, so etwas findet man heute nicht jeden Tag. Aber das brauche ich Ihnen ja nicht zu sagen, nicht? Gut, dann schauen wir mal. Ja, Sie wollen, nein, nicht neu bauen, einen Balkon ansetzen, nicht? Ja, nee, der Balkon ist ja schon tot. Der wird nur größer und zu. Also wenn Sie vor dem Balkon stehen, kommt dort, wo die Treppe ist, noch ein Stück dazu, damit das links am Haus bündig ist. Weil rechts ist ja doch noch ein gutes Stück. Und das wäre mir dann zu viel. Aha. Gut, Sie meinen so eine Art Wintergarten? Jo, zu. Die Unterlagen sind komplett? Ja, ja, ich war schon auf dem Bauamt und... Ach, Heinz, ei, vom Bauamt will einer zu uns kommen, weil du hättest auf irgendeinem Formular was nicht unterschrieb. Sie wollen einen... Betrag von 30.000 D-Mark. Wünschen Sie eine Auszahlung zu 100% oder sollten wir ein Disagio einbauen? In diesem Fall müssten wir dann natürlich noch über den Zinssatz verhandeln. Ja, Kollege von mir hat das aber auch schon immer gemacht mit dem Balkon. Das ist ja nicht das Thema, dass wir uns da nicht falsch verstehen. Nicht, dass ich Ihnen das Geld nicht geben möchte. Nein. Wissen Sie was, ich lasse Ihnen ein paar Finanzierungsmöglichkeiten ausarbeiten. Sie schauen sich das dann in aller Ruhe an. Und wir treffen uns in ein paar Tagen hier noch einmal und sprechen über das Ganze. Nicht schön, ja. So, bitte sehr. Lassen Sie. Ich sehe da überhaupt keine Probleme. Nicht, dass Sie Weihnachten auf Ihrem freien Balkon zubringen müssten. Also bitte, ja. Ja, da geht's raus. Frau Bingen? Ach so, ja. 30.000 Mark und dazu noch 3 Tassen Kaffee. Und die wohl möglich auch noch mit Milch und Zucker.
Verdammte Scheiße, Mensch! Steckt natürlich drin. Hilde! Ach so, ist ja gar keiner da. Genau so vorgestellt, wenn man die Emo braucht. Ein tut in der Weltgeschichte rum. Der Sohn kommt nur noch heim, weil er Geld braucht. Kuchen muss da aus dem Ofen. Es wird höchste Zeit, dass ich mal andere Seite aufziehe. Es langt mir jetzt gerade. Bin mal gespannt, wann die kommen. Scheiße. Jawohl, und lösen und in den Stand kommen, bitte. Die Arme zeigen nach oben. Und greifen, 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 greifen. Und versuchen, auf die Zehenspitzen zu kommen. Ja. Mein lieb Fräulein, da bricht mir sich schon sämtliche Zehe. Wenn die Doma so lange auf den Beinen ist wie mir, ist er auch froh, wenn sie sich hinsetzen kann. Jo, da haben sie recht. Jawohl, und lösen und in der Wirbelbeuge zum Boden, in der Ausatmung versuchen, mit den Fingerspitzen an den Boden zu kommen. Oh nee, das kann ich nicht mehr machen. Da tut mir mal wieder alles weh. Ich muss da noch putzen. Und langsam wieder aufrichten. Wenn man so eine Figur hätte wie die Doma, bräuchte man nicht vorne zu gehen. Ja, da haben sie recht. Nee, nee, so kunstig ist das nichts mehr für mich. Nachher liegt man da oder? Ach Gott, ich habe noch deine Kuchen im Ofen. Was backen sie dann für eine Kuchen? Weil gerade so Marmorkuchen. Jo, den essen wir auch immer ganz gern. Nicht reden, meine Damen, bewegen. Und wieder. Wie das früher gemacht hat, finde ich, war viel freundlicher. Jo, da haben sie recht. War das nicht die Frau Kiefer? Jo, nur den Bandscheibenvorfall hatte ich ja dann auch nicht so aufhere. Wie alt ist sie dann? Und wieder hoch. Ach so, um die 55 ist die schon. Och, also die junge Dinger, Männer, auch gerade sie können da im Dorf so rumscheuchen. Und jetzt nach rechts. Jawohl. Oberkörper bleibt. Mitte. Links. Mitte. Rechts. Mitte. Links. Jawohl. Lösen. Und das war's für heute. Ja. Tschüss. Alles Gute. Ja. Also bin ich grad froh. Heute war's ein bisschen stramm. Jo, da haben sie recht. Tja. Scanner daheim. Heinz, mach mal auf, ich hab den Schlüssel. Ich ahne. Heinz, jetzt mach doch kein so dummes Zeug und mach mir die Tür auf. Tag, Frau Spengler. Heinz! Wenn's doch nicht geht. Ich steh im Badezimmer und der Schlüssel ist abgebrochen. Jesus Maria, den Mann kann man noch nicht nur eine Stunde allein lassen. Was mach ich denn jetzt? Ach, Gott sei Dank. Nee, nee, nee. Geht man noch nicht einmal mehr in sein eigenes Haus. Dann musst du halt warten, bis der Stefan kommt. Ich kann dir jetzt auch nicht helfen. Es ist gut, ich bin ja da. Wieso dann das? Ich habe den Schlüssel doch dabei gehabt. Er war ohne in der Tasche. Die Dorfrau. Jetzt machen wir auf. Es geht doch nicht, der Schlüssel ist doch abgebrochen. Wo bist du dann? Ich leih in der Badewanne. Wo soll ich sind? Ich steh da. Sind dich schon gar nicht. Ich dich auch nicht. Es steckt doch noch was drin. Ach so, das weiß ich schon nicht. Oh, mein Kreuz. Warum hast du ihn überhaupt zugesperrt? Warum? Ich weiß nicht. Wahrscheinlich in Gedanke. Geh mal in die Küche unter der Spüle, ist der Schraubenzieher mit dem gelben Griff. Wo hängt's dann? Ajo, ich kann ja nicht fliehen. So, da ist der Schraubenzieher. Suchen wir das abgebrochene Stück, dein Schlüsselloch zu drücken. Oh, Heinz, wie soll ich denn das doch rausbringen? Gib den Schraubenzieher hier. Wie soll denn das gehen? Jo, es ist... Der Stefan müsste ja bald kommen, der hat auch mehr geschickt wie ich. Das kommt ja für ein paar da nicht an. Heinz, ich kann ja jetzt auch nichts machen. Soll ich jemand anrufen? Der Schlüsseldienst oder der Meierkurt oder die Polizei?
Jo, und die Feuerwehr. Sag aber, schöner Gruß, Spunko kennt es der Heimlose. Ich habe nämlich hier keine Möglichkeit, für rauszuspringen. Heinz, die brechen ja die Tür dann auf und im Flur haben wir ja Fenster. Ach so. Bleib mal bloß mit Meier kurz vom Leib. Der stellt sich auch nur dahin und sagt, aua, wow, mein lieber Mann, wie hast du das da geschafft? Heinz, ich hab's doch nur gut gemeint. Aber der Schlüsseldienst ist ja für sowas da. Ach was? Ah ja, sicher. Wir werden doch die Tür da aufbringen. Wenn's aber doch nicht geht. Können wir immer noch den Schlüsseldienst holen. Du, Heinz, jetzt wär nicht gleich wieder frech, aber kennt man doch nicht das Schloss abschrauben. Wenn die Tür auf ist, jo. 2 Uhr, ist ja gut. Jetzt stell dir mal vor, ich wär da drin. Es ist ja nicht gesagt, dass du abgesperrt hättest. Ja, sieh schon, wie es geht. Das macht die Gewohnheit. Na ja, da müsst du halt noch im Kuchen gucken. Das könntest du ja. Ja, ob ich denn noch aus der Form rausbringen werde. Ach Gott, ich darf gar nicht dran denken. Nee, da ist es besser so. Und wenn man den Griff abmacht? Dann hast du Stick und ich Stick und die Tür ist nach wie vor zu. Dass die Tür aber auch so was Kompliziertes ist. Ich hätte ja noch einen Vorschlag, aber ich traue dir nichts mit zu sagen. Dann behalt's für dich wahrscheinlich auch besser. Und die Tür aushängen? Nee, wenn sie auf ist, jo. Dass der Stefan aber auch nicht beikommt. Der müsst längst da sein, der ist doch sonst so pünktlich. Wann wollte er dann kommen? Er hat gesagt, irgendwann heute Nachmittag. Na, da hat er ja noch ein paar Stunden Zeit, pinklich zu sein. Ja, ja, das steckt drin. Ich will aber nicht so viel dran rummachen, nachher geht die Tür überhaupt nicht mehr auf. Ja, mal genauso weit wie jetzt. Versuche mal mit dem Schraubenzieher so ins Schlüsselloch zu gehen und heb's nur der Seite an, dass auf der anderen Seite der Zacke frei wird. Und schau nur aufpassen, dass das Ding an der Stelle nicht runterfällt. Und dann leicht auf die andere Seite ziehe und nur vorne durchdrücke. Was? Also von unten da rüber und hinüber und dann von der anderen Seite und nur vorne durchdrücke? Stell dir mal das Schloss im Querschnitt vor. Heinz, ich bin froh, dass ich weiß, was ein Schlüsselloch ist. Hoffentlich. Wie kann man aber auch einen Schlüssel abbrechen? So ein Schlüssel ist doch, das ist doch ein kräftiger Schlüssel. Ich kenne aber auch jemanden, der Schwierigkeiten mit Schlüsseln hat. Der hat immer mit dem Schienbein am Wohnzimmerschrank den Schlüssel abgebrochen und dann hat er mal den Haustierschlüssel mit dem Mülleimer ausgeschüttet. Jo, das haltst du mir in 15 Jahren noch vor. Ich sah's nur. Heinz, mach mal auf, ich muss auf die Toilette. Wann müssen wir dann noch mal auf die Bank? Soviel ich weiß, wollte die sich noch einmal melden. Heinz, hast du das Formular vom Bauamt unterschrieben? Nee, wann dann? Das hätte ja keinen Sinn. Ach, es kommt aber auch immer alles zusammen. Soll ich nicht mal in Euskirche den Willi anrufen? Der ist doch technisch gar nicht so unpraktisch veranlagt. Ach, da wird das Telefongespräch teurer wie... So ist ja gerade was fürs Fernsehen da, wo sie immer die persönliche Katastrophe zeigen. Alter, könnte sie von unser abendfüllendes Programm bringen. Von dir? Jetzt müssen wir uns allmählich mal was infallen lassen. Das mache ich doch die ganze Zeit, das fällt mir ja nichts in. Also, das ist mir jetzt gerade egal, da muss jetzt jemand her. Ich rufe jetzt den Willi an oder den Meierkurt oder die Polizei oder... Also, das gibt's doch nicht. Ach, Stefan, du, ich bin gerade am Verzweifeln. Dein Vater ist im Bad und kommt nicht mehr raus. Hm? Hat er dich mit dem anderen gesehen? Musst du wie im Film an die Badezimmertür kloppen und sagen, bitte Liebling, mach die Tür auf. Auf dem Ohr ist dein Vater stumm, blind. Ja. Schlüssel abgebrochen, hä? Jo. Gehen wir mal die Schraube ziehen. Vater, hast du da drin was? Jo, kein Nerven mehr. Der hat Narrenfeil. Halt mal wieder Narrenfeil von der anderen Seite gehe, damit der Stick nicht immer zurückrutscht. Stefan, zerkratzt die Tür nicht. Jo. Ihr braucht mich schon nicht mehr. Nee. Ich müsste mal noch im Kuchen gucken. Jo. Ja, ja, als Zweiter. Du musst mit der Narrenfeil unter das Ding... Ding, ja, so. Jetzt bist du seitlich drücke. Ist raus? Nee,
Nagelfeil ist abgebrochen. Steckt die jetzt auch noch da drin? Ja, aber ich glaube, die kriege ich so raus. Oh, nee, warte mal. Ich glaube, die läuft gar nicht schlecht. So. Gewonnen. Ist die Nagelfeil auch raus? Ja. Ja, also mehr kann ich jetzt auch nicht machen. Klappt's? Ja, schlüssellos frei. Ah, Heinz, Alter, dann sperr mal auf, ich müsste mal auf die Toilette. Mit was dann? Die Tür ist nach wie vor zu. Sag mal, haben wir Dietrich oder sowas? Nee. Wo ist denn die Werkzeugkaste? Muss ich mal in der Garage gucken. Heinz, soll ich dunkle Schokolade um den Kuchen machen oder helle? Oh, doch mir egal. Ah ja, wenn ich dunkle Schokolade drum mache, will ich helle haben. Und wenn ich helle drum mache, will ich dunkle haben. Dann mach dunkle drum. Nicht helle, weil die hätte ich noch da. Warum frohst denn dann? Ach, weil es nachher doch falsch ist. Jo. Stefan, ich mach dann helle Schokolade um. Och nee, Puderzucker. Ah ja, dein Vater will aber helle Schokolade drum haben. Ist doch gar nicht wahr. Dunkle, habe ich gesagt. Ach, da muss ich schon beim Einkaufen dunkle mitbringen. Das ist ja furchtbar. Aber das nächste Mal mache ich nur mal helle drum. Nee, Puderzucker. Jo. Ich esse mir am liebsten, wenn gar nichts drum ist. Hilde! Mama ist nicht da. Laufen die wieder rum? Och, die ist in die Küche nur am pure gucken. Der, ihr soll mich, ich han. Och, was soll's dann machen? Soll sich mit dem Blaulicht in den Gang stellen? Ach, das da wird auch nichts. Ich hätte die dir schon längstens auf. Jo, das glaub ich. Mit dem Schlüssel schön, jo. Wenn man Eichen mal braucht. Anfangs der Woche, ich sag, soll ich das Eisengestell vom Speicher holen, weil Sperrmüll ist. Drobe steht's noch. Und warum? Weil dann nicht zuhöre. Weil dann mit der Ohre und dann woanders ist. Aber wenn's ums Eichen geht, da hat er dann plötzlich Zeit. Deine Mutter kann ja springen. Ihr seid gewähnt, dass man euch alles macht. Hast du Rasenmäher sauber gemacht? Sprich nicht gut, wahrscheinlich ja nicht. Wenn mir mal die Augen zumache, machst du sie auf. Nur, auf deine Ausländerveranstaltungen rumzufallen und dumme Sprich zu kloppen, da lernst du nichts davon. Muss nicht meinen, dass die Ausländer dir immer helfen, einen Beruf zu finden, die holen dir weg. So sieht's aus. Irgendwann sind nämlich mir die Dumme. Zur Arbeit von 10 Minuten so gestellt runter so holen. Aber nee, ihr müsst ja immer fort. Wenn ich früher bei meinem Vater so ein Geschiss gemacht hätte, hier so einen Schluss aufzumachen, der wäre aus dem Bad gekommen, hätte man an die Backe geschlagen. Hat nicht nur Rechte, man hat aber auch Pflichten. Ihr wollt immer nur den geringsten Weg mit wo Widerstand. So geht's ja auch nicht. Wenn ich das Gestell nicht runter dran, steht's in 100 Jahren noch da oben. Muss auch mehr mal lernen, Verpflichtung und Verantwortung zu haben. Sehe ich das wenigstens in? Wahrscheinlich ja nicht. Wie ich damals gesagt habe, hol das Gestell runter, hast du es gleich. Ja. Gleich. Drobe steht's noch. Das gleich dir. Muss nicht annehmen, dass das ein besonderes Zeichen von Intelligenz ist. In meinen Augen ist das stur. Ist kurz vor 4. Was? Es ist kurz vor 4. Du hast doch erst was von der Uhr gesagt. Ach, jo, Uhr. Gleich schlag's 13. Das ist genau das, was ich dir die ganze Zeit gesagt habe. Weil dann nicht zuhöre. Stefan! Telefon! Wer ist es dann? Hab ich nicht verstanden. Das ist jetzt aber wieder ganz schön frei. Bräuchte man nur noch den Schlüssel reinzustecken und umzudrehen. Dann machst du das. Es war nicht für mich, es ist für euch. Ist er noch dran? Jo. Wer ist es da? Keine Ahnung. Was hast du denn jetzt für Schokolade auf die Kuchen gemacht? Also ich bin nur von der verzehrenden Abteilung. Wo ist dann deine Mutter? Am Telefon. Was machen die am Telefon? Was habt ihr solle für mich sehen, jetzt ist es aber für euch. Wer ist es dann? Ich weiß nicht. Heinz, das war für dich. Soll ich dann zurückrufen? Wer war es dann? Ich weiß nicht. Und die Telefonnummer? Ach so. Ich gehe. Das jetzt? I don't know. Wer? Ich weiß nicht. Ja, ich auch nicht. Heinz. Da ist jemand vom Bauamt. Du sollst das Formular unterschreiben. Wie soll ich dann das jetzt machen? Ach, schieb's doch unter der Tür durch. Ach so, jo. Ja, soll ich jetzt mit der Zahnbürste unterschreiben? Das macht der Wart doch dort raus. Warte mal, ich habe was zu schreiben.
Doch, der passt aber unter dir auch nicht durch. Jo, jetzt mach mal keine Panik. So, Vater, guck mal am Schlüsselloch. Was Besseres hat er nicht gefunden. Oh, ich bin doch kein Schreibwarengeschäft. Hauptsache, dass der durchpasst. In ihm wäre aber auch unter der Tür durchgegangen. Jo, es ist doch jetzt egal, was wo durchpasst. Ist doch alles geregelt. Hoffentlich guckt uns keiner zu. So, ich versuch's jetzt nochmal mit dem Draht. Und dann müssen wir uns was infallen lassen. Tja, also greife du da, aber... So, was machen wir dann jetzt? Huch, lass nicht drin. Halt so lang aus ohne den Baba. Och, das halt sich in Grenze. Wie habt ihr euch denn überhaupt kennengelernt? Ei. Ah ja, wärst du ja nicht im Lotto gewonnen haben. Wenn man im Lotto gewinnt, das ist ja Glücksfall. Stefan. Ja, und dann sind wir dann gegangen und haben dann geschmust und Händchen gehalten. Ach ja, warum dann nicht? Und der Baba war ein zärtlicher junger Mann. Mhm. Wie hat er dann um deine Hand angehalten? Oh, der ist zu meiner Ältere gegangen und hat gesagt... Sag mal, Hand, ist noch alt. Was haben deine Eltern dort gesagt? Schaffe ihr da draus. Wir versuchen, den Casanova zu befreien. Stefan. Ja, mir war er auch nur jung und schön. Der Baba auch? Ah ja, war der nur jung. Tja, ich krieg's nicht auf. Dann durst. Ei, da trinkst du was. Ah jo, ist ja alles do. Ja, kaltes Wasser, warmes Wasser. Dann trink ich lieber nix. Ei, wenn's doch nicht geht. Oh, warte mal, ich habe eine Idee. Was schafft er dann jetzt? Ich weiß nicht, er hat eine Idee. Heinz, soll ich nicht jetzt doch mal den Schlüsseldienst anrufen? Der hat jetzt nicht mehr auf. Ah ja, wenn wir noch lang machen, bestimmt nicht. Was machst denn du da? Stefan, dir wird's ja schlecht. Ach Quatsch, das ist doch nicht für mich. So, jetzt müssen wir mal gucken. Und dann mit der Durchkriegen. Zimmerservice. Was wird dann das, wenn's fertig ist? Ja, Bierpipeline. Hopp, trink, ich halte die Flasche nicht ewig. Geht doch keine Schnapsidee. Ah ja, im Notfall kriegt der Patient Infusion. Jo, das habe ich auch als. Dann bin ich würde der Vater sehen, dabei ist er gar nicht da. Vater Morgana. Mhm. Kommt das doch von? Einwandfrei. Hunger hätte ich auch. Ja, das ist jetzt schlecht. Ich kenne dir höchstens ein paar eingepackte Käsescheiben unter der Tür durchschieben. Oder das Einzige, was durchs Schlüsselloch passt, wäre Spaghetti, aber nicht gekocht. Naja, als Wasser hinstehen. Also, Stefan, was machen wir dann jetzt? Wir können doch nicht die ganze Nacht vor der Badezimmertür sitzen bleiben. Außerdem müsste ich auf die Toilette. Das da hätte mir so mir passieren. Die Tür müsste man doch mal streichen. Och, andere Säue hat er jetzt kennen. Dir scheint's ja da drin zu gefallen. Also, ich rufe jetzt den Schlüsseldienst an. Also, von den vielen da rummachen wird das Schloss ja auch nicht besser. Jo, von mir aus. Ich seh ihn euch. Jo, wenn du so weitermachst, nimm ihn lang. Ja, nur mehr. Warte jetzt nicht eher, ruf, bis jemand vorbeikommt. Och, Eier, hast du eine bessere Idee? Ei, dann können wir es ja gleich in die Zeitung setzen. Jo, Problem erkannt. Die hat doch hoffentlich die Schokolade nicht mit dem Kuchenpinsel auf den Kuchen gemacht. Der verliert doch die Hoher. Oh, Nerv. So hab ich genau gewusst. Es ist keiner mit da. Das gibt's nicht. Die Meister haben 24 Stunden Notdienst. Ah ja, so lange kann ich nicht warten. Die haben vier. Die sind rund um die Uhr erreichbar. Es kann ja sein, dass du irgendwo nachts mit dem Auto stehst, haust die dir zu und der Schlüssel ist noch drin. Oh Gott, stell dir mal vor, und ich sitze drin. Ah ja, das wäre dann auch der günstigste Fall. Ach, also, Stefan, du hast ja wirklich fromme Wünsche für deine Mutter. Ei, wieso? Du bist doch dann. Uah. Außerdem haben die Meister Anrufbeantworter. Ah jo, Band ist gelaufen. Ah ja, also dann? Ah ja, du schwätzt dich doch nicht ruf. Ich weiß doch nicht, was ich sagen soll. Oh, ich rufe nur hier an. Hm? Hilde, du hast ja den Backofen ingesprüht, nicht, dass das Fett wieder so fest wird. Furchtbar, der Mann. Ah ja, ich sag's dir, du hast ihn lieber drin. Jo, manchmal wär's besser. Was ist denn jetzt mit dem Schlüsseldienst? Die haben Betriebsferien, die kommen ja erst in 2 Wochen wieder. Es wird doch noch ein anderer Schlüsselnotdienst geben. Ja, aber die anderen sind alle mit Gefahr. Ich glaube, ihr habt sogar draußen nicht mehr all. Ich glaube, ihr sitzt zumindest für Knüche hier drin. Emo hätte aber einen Spaß auf. Ich
Sehr klinge. Heinz! Ach Gott, Heinz! Heinz! Stefan! Heinz, was machst denn du da? Heinz, mach sofort die Tür auf! Genau die richtige. Heinz! Heinz! Stefan, der pulst sich die Plusader! Heinz, was machst du da? Hä? Was du da machst? Ich habe geguckt, ob wir noch Rasierklinge haben. Wenn ich die Tür streiche, baue ich doch Rasierklinge für den Lackkratzer. Oh, Gott und mir haben wunderscht gemeint, was du da drin machst, gell? Horror, Terror, Panik, Heinz. Was? Stress. Also ich rufe jetzt deinen Schlüsseldienst an und biete dir eine 10.000 Mark, wenn sie nie vorbeikommen. Das dauert aber auch lang. Was? Bis der Schlüsseldienst doch mal vorbeikommt. Wieso soll denn der vorbeikommen? Hast du nicht angerufen? Nee, gleich. Hilde, hast du das Gestell runtergetragen? Was für Gestell? Das Eisegestell vom Speicher, wo ich vorhin mit dem Stefan drüber geschwätzt habe. Ich glaube, allmählich wird da drin der Sauerstoff knapp. Ja, Stefan, also bitte, jetzt geh mal den Schlüsseldienst anrufen. Es wird Zeit, dass die Tür doch allmählich mal aufgeht. Heinz? Heinz, du, obwohl da jetzt eine Tür dazwischen ist, hat man doch den Eindruck, als wäre, also, dass alles viel weiter weg ist. Jo, von mir aus. Wäre schon, was man noch mal machen könnte. Was? Hey, durch in der Badewanne die Platte neu verfuchen. Und, was sagen Sie? Nix. War der Anrufbeantworter an, ich habe drauf geschwitzt. Ich weiß hier jetzt auch nicht, das muss man halt warten. Das kann doch nicht ewig dauern. Also es wird wirklich Zeit, dass die Tür doch mal aufgeht. Also das gibt's doch nicht, also... James Bond jagt Dr. No. Nur im Wandschränkchen war der Ersatzschlüssel. Jo, stimmt, den habe ich darin gemacht für den Fall, dass man ihn nur sucht. Die würde im länger hier drin sitzen lassen, wie die Ägypter ihr Pharaon in den Pyramiden.